Und dann haben wir hier auch ein bisschen Beleuchtung. Ja, die Schaltung auf der Anlage werde ich alleine bauen. Ohne euch. So. Ja, dann hätten wir die hier schon mal. Es sind noch ein paar. Dann nehmen wir den schon auf. 15 Minuten. Oh ja. Dann haben wir jetzt schon 3 Folgen. Und dann folgt jetzt gerade die 4. Ja, so schlecht sehen die Lampen eigentlich gar nicht aus. Also die muss ich glaube ich nicht mal tauschen gegen andere. Vorausgesetzt die Züge passen alle da runter. Also es sieht schon so aus. Und ja, jetzt haben wir hier eigentlich schon fast alle, bis auf die hier noch. Die 2 einzelnen Lampen hier. Eine lampige Folge. Ja, die hier vorne passt ja schon, ne? Okay, so halbwegs. Und die taugt. Ja, und speichern mal kurz, ja. Dazu brauche ich aber keinen Ordner. Bitte schön. Nein. So, und ja, wie sieht das Ganze jetzt aus hier? Schon mal recht angenehm. Jetzt machen wir mal kurz noch. Ja, und dann sieht das Ganze eigentlich schon mal nicht allzu schlecht aus. Das hier kurz einschalten. Ja, sieht eigentlich recht gut aus. Hier im größeren Feld auf jeden Fall. Jo, sieht gut aus. Annehmbar. Keine bösen Kommentare. Hahaha. Ja, gut, dann wird es wieder Tag. Es werde Licht. Eins. Okay. Nicht 1, 2, 3. Ging schon schneller. Und dann gehen wir mal wieder in eine andere Anlage und zwar mal kurz den Stoppdiorama. Ich glaube, die hatte ich schon repariert und dann bauen wir da noch ein bisschen rum und dann hätten wir es eigentlich auch für heute Abend. Und jo. So. Ja, die habe ich so halbwegs wieder repariert. Der baue ich jetzt auch noch ein bisschen rum. Ja, meinen Blick da hinten kennt man ja schon, den muss ich nicht nochmal zeigen. Oder doch, weil er so schön ist. Was fehlt denn hier noch? Nichts mehr von hier, ist die Anlage fertig. Viel Spaß. Ja. Was könnte man jetzt hier machen, mehr Häuser. Hier raus eine Kreuzung bauen. Aber das ist ein bisschen kompliziert, das habe ich schon mal versucht. Weil ich die jetzt umbauen müsste. Zu viel Arbeit. So, Häuser. Ja, hier vorne, was könnte ich hier eigentlich machen? Für ein Feld in der Stadt ein bisschen eigenartig und was ist denn so außerhalb der Stadt? Ach, keine Ahnung, ich baue hier Häuser. Die letzten 7-8 Minuten. So,
So, was nehmen wir jetzt da für welche Stadt? Die Wohnhäuser habe ich schon alle, glaube ich. Jetzt nehme ich mal Hauptgruppe. Und dann, das sieht mal recht, oder sowas hier könnte ich auch mal nehmen. Könnte ich auch mal nehmen. Das ist jetzt auf beiden Seiten ein Eingang, alles klar. Wieso auch immer. Dann ist auf der anderen Seite wahrscheinlich auch gleich eine Straße fällig, ne? Dass das jetzt hier so weit weg ist, ist unverständlich, aber gar nicht mal so schlecht. Wir können dann Parkplätze hin. Parkplätze. Ja gut, die sollten schon an die Straße. Dann eher das Haus. Hallo. Dann eher das Haus hier anders. So und drehen. Und das Ganze mit den Parkplätzen auch auf der anderen Seite noch. Um erstmal 90 Grad, dann noch zurück zu rechts drehen. Sprechen kann ich heute wieder gar nicht. Fällt mir so spontan auf. Die Straße, Parkplatz ist hier irgendwie viel zu lang. Naja, so passt gerade noch. Für ein kleines Auto. Ja, dann auf die andere Seite muss hier jetzt wieder eine Straße. Und zwar die gleiche. Straßenstandard. Stadtstraße, bitte. Mittellinie, Gehweg rechts, links. Das Ganze auf minus 90. Und hier dran. Da müssen jetzt nicht unbedingt Parkplätze sein auf der anderen Seite. Jetzt habe ich auch so eine kleine Verwendung für unsere Unterführung. Rechts und hier. Und einfach die Straße jetzt hier durch. Ich hoffe nur, dass die jetzt durchgeht. Hier war nämlich mal Bahn, ein kleiner Bahnhof darunter. Das nervt mich mit Elende Editor und 3D Editor. Dass der immer irgendwelche Modelle nimmt, was er nicht soll. Ja, heute ist auch ein neuer Konverter rausgekommen. Einfach mal so ein neuer und der alte scheinbar funktioniert ja nicht mehr. Also für mich ist das eigentlich, ich hatte den ja noch nie, aber ich finde eigentlich, das ist nur reine Abzocke, weil der geht wieder gleich von EP6 bis ja halt EP10 und ja. Ja, der alte wurde gesperrt, ja, war verboten, jetzt kommt ein neuer. Für mich reine Abzocke, im Moment kostet er 29. Steht jetzt reduziert von 39 und wenn er dann irgendwann 39 kostet,
Ja, gut, und dann, aber was man auch noch bemerken muss, man darf nicht von jedem Konstrukteur die Modelle konvertieren, oder wie man das auch immer nennt, aber naja, also ich finde es nicht unverschämt, aber ich reg mich darüber gar nicht auf, weil es eh sinnlos ist. Und ja. 15 und 90. Ja, so. Und dann kommt hier in der nächsten Folge noch eine T-Kreuzung und wird dann hier raus zu verbunden. Und ja, das war's erstmal für diese kleine oder längere Aufnahme. So eine Stunde oder sowas war das jetzt. Ja, eine Stunde, mehr wie eine Stunde. Mir reicht's für heute erstmal. Ich gehe jetzt schlafen. Jetzt schlafen und geh schlafen. Ja, so viel zum Schlafen. Wie gesagt, hier wird das dann verbunden, dann passt das schon hier. Und was machen wir hier dann für eine Textur? Auch die. Da noch sein soll es farblich, ne, da kommt raus hin. Ja. So, mir fehlt jetzt schon die Motivation für EP und die Straßen 3 sehen jetzt alle gleich aus, aber mir auch egal. Gut, die kann man noch tauschen in der Landstraße. Unter der Unterführung, ein bisschen später. Landstraße ohne Mittellinie, ja, Mittellinie ohne Gehweg. So, Gehweg endet dann vorne. Den bauen wir das nächste Mal noch um. Die braucht eigentlich auch nirgendwo eben noch eine Stadtstraße sein. Es reicht, wenn die hier endet. Hier so eine Zwei-Wege-Weiche und dann endet der liebe Gehweg hier einfach, vielleicht wie es. Jetzt bleibt er wieder nicht unten. Das muss jetzt wieder in 2D sein, ne? Der will mich ärgern. Wie immer. Ich glaube, das ist auch ein Bug, dass es in 2D nicht funktioniert. Zumindest von mir geht es nicht. Ja, wo bin ich denn jetzt? Führungsstraße. Ja, genau, das Ganze hier ist spiegelverkehrt, das vergesse ich immer wieder. Straßen. Und jetzt hier am Schluss noch minus 10.0 oder 0.10, wie auch immer. Speichern. Nee, speichern bringt noch nichts. Das Verstecken hier. So, speichern. Jetzt hat es Sinn. Und ja, und mit diesem Bild hier so verabschiede ich mich von euch und ich habe jetzt keine Lust mehr und etc. und wir sehen uns die Tage wieder und bis dahin, ciao.